Da guck mal, das ist interessant. Da steht Jupiter im zweiten Haus, sorgt heute für ein besonders gutes Betriebsklima. Sie sehen Ihren Kollegen mit neuen Augen und erfüllen ihm jeden Wunsch. Schön wär's. Und das steht in deinem Horoskop? Nein, deinem. Also, ich würde sagen, du schenkst mir jetzt ein Bier ein und machst mir ein Wurstbrot mit Gürkler und ich mache so lange die Ansage. Ja? Nein, du machst jetzt nichts. Ein Brot, ein Wurstbrot mit Gürkler, das gibt's nachher in der Pause. Ja, aber du, der Hand, da steht in meinem Horoskop, Sie werden heute Gelegenheit haben, auf der Bühne zu stehen, um das Publikum mit Ihren intelligenten Gedichten zu erfreuen. Das steht da. Ach komm, das glaubst du selber nicht. Und das mit dem Horoskop, du, das ist doch alles Humbug. Das weiß man doch, wie das in den Zeitschriften da so abläuft. Ne? Die haben ein Computerprogramm und die spucken dann, der spuckt dann irgendwelche beliebige Sätze aus. Ne? Ach, meinst du? Ja, meinst du wie beim Wetterbericht? Oder? Ja, ja, bloß ein bisschen präziser. Ja, aber du glaubst trotzdem nicht, oder? An der Wetterbericht? Nein, ein Horoskop, an Astrologie und so. Nein, du, also ich bin Steinbock und Steinböcke glauben an sowas nicht. Ich glaube an den Aufschwung der Wirtschaft. In deiner Wirtschaft oder in der Wirtschaft im Allgemeinen? Ja, das kannst du nur trennen. Weil wenn's läuft, dann läuft's überall. Ja. Glaube ich. Also, ach, nein, das weiß ich. Ah ja, und ich weiß, wie man einen Betrieb zugrunde richtet. Aha, das glaube ich, dass du das weißt. Ja, erstens, also durch Saufen, das sei am schönsten. Zweitens durch Spielen, also Zocken. Ja, ja. Ja, das ging am schnellsten. Und drittens durch Berater, das ist am sichersten. Ja. Also eins ist sicher, im Gegensatz zu dir, nicht? Da bin ich, da setze ich mich hier für meine Wirtschaft ein, verstehst du? Und bin da tätig. Ja, nicht? Du bist da tätig. Und deswegen, tätig. Mein lieber Albin, mache ich jetzt hier der Hand die Ansage. Ach so, Herr Karli, also wenn es nach deinem Horoskop geht, wäre es besser, ich tät halt die Ansage machen. Glaub mir's. Mein lieber Mann, du hast keine Ahnung, mein lieber. Du wirst dich wundern, wie bei mir die Worte von den Lippen tropfen. Ja. Guten Abend, verehrtes Publikum, hier und auch zu Hause. Ich habe die Ehre, Ihnen heute zu präsentieren zu können, zu haben, ja, Zärtlichkeiten mit Freunden. Zärtlichkeit mit Freunden, das ist der Christoph Walter und Stefan Schramm aus Riesa. Und dann der Luis aus Südtirol. Und natürlich unsere Hausband, Herrn Stumpfes Zieh und Zipfelkapelle. Herrn Stumpfes Zieh und Zipfelkapelle. Herrgott, nochmal, du machst mich ganz verrückt mit deinem Schwätz. Das ist ja bloß dir zum Verdanken. Ja, seid zufrieden, das wird schlimmer sein können. Ja. Wenn es nach deinem Horoskop gegangen wäre. Ja, für die Quatsch. Die haben es genau ausgerechnet. Ja, wärst du zwei Tage vorher geboren worden, dann wärst du ein intelligenter, versierter Ansager bzw. Conferencier geworden. Aber du weißt ja, wer zu spät kommt. Hau ab, nimm deine Kurbel und mach den Vorhang auf. Ich bin hier leider nur der Kurbler. Die Bühne bleibt mir verwehrt. Der Karl ist ein Allmachtskurgler. Die Welt, sie ist nun mal verkehrt. Vorhang auf. Vorhang auf für Zärtlichkeiten mit Freunden. So. Ines, mein Lieber, kurz zum Ablauf. Ja. Du fängst an und ich hänge mich einfach mit drauf. Na, so wie wir ausgemacht haben. Genau. No. Bis dann. Bis dann. Gibt's
Probleme? Hast du Gaffertape? Ja. Aushändigen? Ich seh's von hier, ich hau dir's um die Ohren. Ach so. Bitte schön. Dankeschön. Was hast du denn damit vor? Das Ding hoch. Dankeschön. Bitteschön. Major! Also. Griechischer Major! Apropos Griechenland, hast du es mitgekriegt? Was die machen wollen jetzt? Sporn? Ja. Weißt du wie? Nee. Militärhaushalt? Ist so gut? Ja. Wollen sich 400 Panzer kaufen. Hab ich gelesen. Hä? Ja. Mach ich auch, wenn ich Kontoauszug hole und denke, nie mehr ganz voll. Erst mal was kaufen. Was Sinnloses. 400 Panzer? Ja. Und weil die Griechen sparen müssen, kaufen die keine neuen, sondern gebrauchte. Ach so. Aber gute gebrauchte. Ja. Jahrespanzer. Mhm. Wahrscheinlich gepflegte Rentnerpanzer. Ach so. Aus dem Nachlass von Charlton Heston. Ja. Ja. 12 Millionen. Laut Schwackeliste. Dumm. So, machen wir noch das Lied? Ja. Sonst denken die Leute noch, wir wollen uns drücken. Ja. Nicht das. Nicht das. Wieso denn nie? Wieso denn doch? Weil es mein Lieblingslied ist. Willst dich profilieren bei den Weibern? Du hättest doch auch Gitarre lernen können. Da könnte ich's wahrscheinlich. Aber bitte mach, bitte spiel, bitte. Kriegst eben so eine Schwabentrolla ab. Besser als gar nicht. Ist dein Leben? Ja. Wenn dir saure Kuttle schmecken, bitte. Wenn du das machst, du Plastefuchs. Was dann? Dann sind wir die längste Zeit Freunde gewesen. Ich will dich doch nicht verlieren. Nein. Straße, Kreuzung, Hochhaus, Antenne. I've got the ocean for a heart of gold. If these expressions I'll never give, you keep me searching for a heart of gold. I'm getting on. One day I'm gonna give. I've been a miner for a heart of gold. If these expressions I'll never give, you keep me searching for a heart of gold.
getting on. Keep me searching for a heart of gold, and I'm getting on. Stefan. Guten Tag. Ja, also, da kann man ja nicht von Aufbau Ost reden. Das war ja schon eher der Abbau. Aber das sind die Schlagzeuger so an sich. Dass er immer, das ist bestimmt eure Schlussnummer. Ja. Da baut er am Schluss ab, vielen damit Dank. Er nachher nicht so lange braucht, bis er mit an der Bar sitzt. Ne? Richtig. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Viel Kuss. Ja, aber wir schwätzen ja heute, Prosit, Prosit, gilt, ja, mit Wasser geht auf. Ja, es ist Fastenzeit. Es geht auf, ach so, fast. Es ist fast Zeit. Wäre schon fast Zeit, dass man Viertel trinkt. Ja, wir schwätzen heute über Zukunft, das war ein zerstörerisches Bild hier. Wir sprechen über Zukunft, Astrologie, Sterndeutung, Wahrsagen. Könntest du mir auch was wahrsagen oder könntest du mir... Das stimmt ja meistens nicht. Ich habe schon mal was gewonnen und habe es gar nicht gekriegt. Ja gut, du wohnst auch in Riesa. Aber ich kenne einen, der lässt seine Frau, über den Lottoschei ausfüllen. Das ist nicht so, dass der an Sex richtige Glaube tät. Nein, der sagt aber, zehnfach ist die Chance höher, dass die auf dem Weg zur Lottoannahmestelle vom Blitz getroffen wird. Das ist so euer Humor, ne? Ja, das ist so unser Humor, ist klar. Das ist klar. Und es geht ja auch gut. Ja, gut, aber mit, zum Beispiel mit Stumpfes, ne, da haben wir zwar keine sechs, aber zumindest vier richtig gekriegt. Ja. Auf, Bube. Das ist schon los, die haben wir gezogen. Ich spring schwind zum Seuche in Kneiberei. Flieg gleich übers Triebernei. Wie jetzt besoffen? Das gibt's doch nicht. Hast sowas, da liegt der Hund im Weg. Ich sag, du da. Du mal da mal deinen Hund weg. Ich? Ja, du da. Du mal da mal deinen Hund weg. Der macht die ganze Zeit schon. Eigentlich finde ich das Sauerei. Man legt ja auch kein Hut in die Kneipe ein. Vor allem dann nicht, wann ich muss. Am Ende beißt der mir nur in den Fuß, ich sag du da. Du mal da mal deinen Hund weg. Du da. Du mal da mal deinen Hund weg. Der macht die ganze Zeit schon. Ha 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 ha
Fischmann stoppt. Oh. Du sag mal, was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Ich bin Fisch mit einem Spritzer, Wassermann. Du Wassermann, da fällt mir was ein. Mein Nachbar bei der Rötzlischen Tierklinik, gell, macht sie auf, steht der Mann draußen, guckt sie nach und sagt sie, sagen Sie nichts, Sie sind der typische Wassermann. Da sagt der Neue bei der Gasmann, wenn Sie nicht heute noch eine Rechnung zahlen, dann drehe ich nicht den Hahn ab. Hätte ich morgens Ihr Horoskop gelesen, hätte sie das Haustier gar nicht erst aufgemacht. Ach komm, also das mit Horoskop war Sagerei, das ist der alles Humbug. Wieso denn? Warum denn? Also, du, ich war mal bei so einer Wahrsagerin vom Kennstadter Wasser beim Volksfest. Ja, was? Ha, ja, freilich. Ah, du, bei der war ich auch, die ist super. Was hat sie dir prophezeit? Sag zu mir, sie werden alt. Ja, langsam kannst du auch nicht mehr verheimlichen. Hat die dir vielleicht den Tipp geben können, dass du zu irgendetwas gekommen bist? Ja, die haben sie gefragt, wie komme ich zu Geld? Aha. Da sagt sie, sie haben vor ihrem Garten hinterm Haus, da liegt ein Schatz und den müssen sie Punkt Mitternacht suchen. Sie dürfen aber auf keinen Fall an ein Nilpferd denken. Aha, ja, und? Karl hat nach 3 Stunden Schweiß überströmt die Schaufel weggeschmissen. Du Depp, wieso denn das? Glaubst du mir, Karl, ich hab meinen Lebtag noch nie einen Nilpferd gesehen. Aber auch ist gerade in dem Moment ist mir das Scheißviech nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Also dich kann man doch allein nichts machen lassen. Hättest du mich graben lassen, Mensch? Du lässt mir auch nie die Hand der Ansage machen oder geschweige denn mein Solo-Programm auf der Bühne spielen. So weit kommst du, dass ich euch auf die Bühne lasse, wo, wenn es drauf vorkommt, ein Nilpferd denkt. Wie soll ich an kein Nilpferd denken, wenn Karl ständig vor mir steht? Ich werde jetzt die Kurbel schwenken und hoffen, dass es sich auch dreht. Meine Damen, jetzt bei uns auf der Bühne der Luis aus Südtirol. Vorhang auf! Guten Abend und Heuler. Wir sagen Heuler, ihr sagt Hallo. Gell, ich bin aus Südtirol, aus dem schönen Ultental. Das ist in der Nähe von Meran. Und ich bin heute extra hergekommen, weil ich die Welt bereise. Und ich bin draufgekommen, dass überall sprechen die Leute anders, einen anderen Dialekt oder Sprache. Also ich bemühe mich jetzt halbwegs Deutsch zu sprechen, damit ihr mich auch versteht. Weil wenn ich meine Heimatsprache spreche, geht es selten nicht. Und ich komme aus dem Ultental und das Ultental heißt auf Italienisch Valultimo, was wiederum auf Deutsch heißt das Ende, das Letzte. Da habe ich mir gedacht, wenn wir das Letzte sind, wo hat es angefangen? Gell? Also bei der Menschheit. Wenn wir die Letzten sind im Ultental, wo hat es angefangen? Dann bin ich draufgekommen, ja, Südtiroler gibt es eigentlich überall auf der Welt, aber wie sind die hineingekommen und woher kommt der Südtiroler? Da muss man ganz weit zurückgehen. Zuerst hat es nur in Afrika Menschen gegeben und die haben die ganze Welt besiedelt mit der Völkerwanderung von Afrika hinauf. Hinüber, ganz Ei, hinten Enten, Umi, Oi, also hinunter und Inni, ins Ultental. Ja, jetzt weiß ich auch, weil der Evolution heißt ja fortschreitende Entwicklung. Eine Spezies entwickelt sich so lange weiter, bis sie perfekt ist, dann bleibt sie stehen. Und bei uns im Ultental ist schon lange alles stehen geblieben. Gell? Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, na, wie kann das sein, wenn wir aus Afrika stammen, ihr auch eigentlich, ursprünglich, wir müssten dann deren Sprache sprechen. Wir müssten reden wie die Sem, wie man Südtiroler sagt. Gell? Die Sprache hat sich verändert, weil die Völkerwanderung hat lange gedauert und unterwegs durch das Klima hat sich die Sprache verändert. Das Klima verändert die Sprache. Ich mache es kurz noch, die Völkerwanderung. Ein Tag bevor es angefangen hat, wir sind in Afrika. Das Feuer brennt, der Häuptling schaut zum Volk und dann sagt er: Amugwela Mangaka. Awe Jamaunga.
Das muss ich jetzt übersetzen, weil alle haben es nicht verstanden, gell? Ja. Auf Deutsch heißt es, jetzt gehen wir. Gell? Ja. Und dann hat die Völkerwanderung begonnen, um die Welt zu besiedeln. Da sind die Afrikaner losmarschiert, die singen immer. Sind sie gegangen und gegangen und gegangen. Und wie sie dann ganz im Norden oben waren von Afrika, beim Mittelmeer, haben sie gemüsst einen Umweg machen. Dann haben sie gemüsst rechts hinüber durch die arabische Wüste. Und in der arabischen Wüste hat sich das erste Mal die Sprache verändert wegen dem Klima. Weil in der arabischen Wüste ist es heiß und staubig und trocken und nichts zum Saufen. Und da kommt noch der Sand ins Gesicht. Da bist du komplett ausgetrocknet, gehst durch die arabische Wüste. Da geht nichts mehr mit. Nein. Wenn du noch einen Sand im Hals hast und du nur mal. So ist die Trockensprache des Arabischen entstanden. Das ist ja logisch, ja. Die sind dann weitergewandert, ganz hinüber und. ganz hinüber und hinauf nach Chinesien. Jetzt haben die in Chinesien drüben gerade Winter gehabt. Und das ist so ein feuchter, nasser, kühler Winter. Und das Gewand, was die mithaben von den Arabern, die sind so so Hudern, also Überzug. Gell? Und das sind so schwere Gewänder und die sind dann feucht geworden. Da waren die verkühlt in Chinesen. Haben sich Kinder bekommen, fortgepflanzt, Kinder bekommen. Die Kinder müssen eine Sprache lernen. Jetzt waren die so verkühlt. Die Kinder sollen eine Sprache lernen. Die Alten so. Kinder nehmen alles auf. Gell? Die wachsen so auf mit dieser Muttersprache. Deshalb reden die Chinesen heute noch die verkühlten Sprache. So. Heizung! Das Heizung haben wir in Deutsch übernommen. Gell? Das ist. Ist geblieben. Die Völkerwanderung geht weiter, dann waren sie schon in Russland. In Russland hat sich eine Sprache entwickelt wegen der Kultur. Die Russen tun ganz gern was trinken. So wie wir. Wir trinken einen Rotwein oder ein Bier oder einen Schnaps. Aber die Russen, haha, die Russen trinken Alkohol, Wodka. Und die fangen in der Früh an. Frühstück, Wodka. Vormittag Wodka, Mittag Wodka, Nachmittag Wodka. Am Abend schnell vorm Heimgehen noch ein Glas Wodka. Dann kommen sie heim und dann sagt die Frau, und wie war's heut? Und wenn man bis da voll Wodka ist, dann geht nur mal so. Шефский, брутальский, бая, бустер. Сади, братишка, ебла. Матника, водка, водка, бая, бабкетч, бая, брудниш. Проблемский, водка, водка, бумский, кабуцкий. Ja. Das ist russisch entstanden, gell? Ist ja logisch. Dann sind sie weitergegangen und dann sind sie schon nach Österreich gekommen, nach Wien. Nach Wien, im Winter. Im Winter ist in Wien nicht allzu gemütlich. Entweder geht der kalte Wind, wenn kein kalter Wind geht, dann ist neblig. Und wenn es schneit, 2 Zentimeter, ist sowieso Chaos. Dann haben die Wiener nicht gewusst, Arsch, sollen wir bleiben oder nicht? Und ja und nein und vielleicht und warten ein bisschen und vielleicht doch nicht und hin und her und vor und zurück. Da ist das Raunzatte entstanden. So, nein, was nicht? Na, was machen wir? Na, vielleicht schauen wir es uns einmal an, wenn es lebend ist, bleiben wir, wenn nicht, dann gehen wir halt weiter. Nicht wahr? Ja. Auch eine deutsche Sprache. Na, so ist das Wienerisch. Dann sind die anderen sind weitergegangen, haben Tirol besiedelt, noch Südosttirol. Ich bin Südtiroler. Unsere Sprache ist deshalb so, weil es anders nicht passen würde. Wir haben ja ein Glück gehabt, weil
Wenn unser Freiheitsheld der Andreas Hofer nicht gewesen wäre, dann hätte Napoleon alles übernommen. Hat Napoleon alles übernommen und dann wäre es heute so, wenn ich auf meinem Hof stehe im Ultental und da kommen die Touristen vorbei, meinetwegen Deutsche, und dann sagen sie, guten Tag, mein Herr, und ich müsste antworten, Mademoiselle et Monsieur, je sais que c'est le la tradition, le papa vous la radicure ici, la tradie articulation, le problème, ex-président Sarkozy, geiler Bock, n'aurait pas choix. Le atrichili als raison, le pissoir, le pravouvoir, le pravour, le croissant, le préservatif. Gell? So, jetzt habt ihr heute was gelernt. So sind die Sprachen entstanden, denke ich mir halt. Gell? Wer es nicht gewusst hat, hat was dazugelernt. Ich möchte mich bedanken. Dankeschön. Danke. Ja. Hallo, Luis. Dankeschön! Oi, grüß dich! Grüß dich! Grüß dich! Luis, jetzt hast du uns aber was beigebracht. Ich habe ja aus deinem Heimatland bloß der Luis Trinker kennengelernt. Den hat man im Kinderfernsehen. Ah, gut, ich bin älter. Aber du bist gut drauf, gell? Du hast auch einen Bergnamen. Alpin. Ja, Alpin wird da geschrieben. Ja, mit P. Ich habe was mitgebracht für dich. Ja? Eine traditionelle Schürze. Oh. Für euch zwei, gell? Oh, vielen Dank. Die trocknet man die ganze Woche. Ah. Gell? Also, wenn man arbeitet, ja. Wenn man arbeitet, lasst man es hängen. Ja, und wenn man Feierabend hat, hängt man es nach oben. Also, ein bisschen umgekehrt, gell? Also, du musst den Zipfel lässt man hängen. Wenn man schafft, lässt man den Zipfel hängen, wenn Feierabend ist, tut man den Zipfel auf. So. Ja, genau, so macht man das. Ah, jetzt mach ich so, trage ich es dann auch, wie du. Jetzt nimm doch Platz, nimm einen Gerne. Schluck. Du, mir hängst da um. Heute geht's, ja, um Vision, um Wahrsagerei, um Astrologie. Wo ist die Zukunft, sagt du mir. Sagt ja, Alvin, die Zukunft ist in den Bergen. Wenn man an den Fels hinaufklettert, vor dir das Mädel. Und wenn man von unten nach oben schaut, dann sieht man, das ist die Zukunft. Genau so ist es. Genau so ist es. Ja, was wird uns die Zukunft bringen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja, aber ich weiß, dass wir jetzt leider wieder am Schluss an unserer Sendung angelangt sind. Ja, wäre dann nicht mein Schlussgedicht. Oh, schon wieder ein Gedicht. Ja, ja, das habe ich extra dichtet. Ja. Wir fragen uns vor allen Dingen, was wird uns wohl die Zukunft bringen? Solange wir uns nicht lenken lassen von irgendwelchen leeren Flaschen, die sich nur füllen ihre Taschen, können wir auch am Wohlstand naschen. Ja, lassen wir uns überraschen. Dein Gedicht war ja ach so rund. Leg mich am Arsch und bleibe gesund. Jetzt kommt ja leider auf NATO Heilung. Jetzt muss aber gleich für die nächste Feind, wenn du wolltest wieder.